Christian Wulff, halt der neue Bundespräsident. Das ist halt gut, gute Einstellung. Damit mögen wir ihn jetzt auch so. Ich stimme ihm zu. In dieser Gesellschaft ist der private und der öffentliche Bereich ja unbedingt getrennt. Das heißt, was wir im privaten Bereich und religiös machen, ist eine Privatsache und darf nicht politisch definiert werden. Islam, das gibt es in allen anderen europäischen Ländern auch. Und es ist insgesamt ein europäisches Problem, wie man mit dem Islam umgeht. Wir müssen uns auf die Immigranten zugehen, auf den Islam, und müssen ihn mittragen, so gut es geht. Aber sie müssen sich an unsere Gesetze eigentlich doch ein bisschen mehr halten. Also für mich ist alles gleich. Ich respektiere alle Leute, alle Nationalität so gesagt. Wer mich respektiert, respektiere ich auch so weiter. Also hat schon recht, finde ich. Einige dieser Gesetze, die gegen Menschen ist, Menschenrechte ist, muss reformiert werden. Das ist die Aufgabe von den islamischen Theologen, die reformieren den Islam, wie Martin Luther in Europa. Also er ist kein Teil von Deutschland. Es wäre schön, wenn es ein bisschen gemischter und ein bisschen offener wäre, aber als Teil von Deutschland würde ich ihn nicht bezeichnen. Dafür ist die Ablehnung, glaube ich, zu groß. Ja, na klar, weil ja auch viele Mitbürger halt Moslems sind, ne? So wie Christen und Juden und alles, was es so gibt, Hindus, ist ja alles.